Herzlich willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Nach langer Zeit des Wartens habe ich mich doch mal wieder in einen Raid reingejagt und ich habe ihn doch auch mal wieder aufgenommen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Raids ich in letzter Zeit hatte, die wirklich gut waren und ich zeichne sie einfach nicht auf. Nun, das ist so eine kleine YouTuber-Krankheit bei mir und nun, ich versuche diese jetzt mal ein bisschen zu umgehen. So, auf Twitch und YouTube war ja jetzt wirklich lang genug Pause und ich möchte da jetzt unbedingt weiter starten. Weshalb ich heute doch gleich einen kleinen, aber feinen Raid für euch habe. Zusammen mit dem Chili und mit dem anderen Typi da, Raphael. Mit dem zusammen waren wir auf Customs und ja, wir haben den eigentlich ziemlich guten Raid hingehauen und den wollte ich dann einmal mit euch teilen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ich würde mich doch wie immer über ein kleines Feedback freuen. Ich glaube, es ist normal. Ja, gut, dann war das ein Lichtfehler. Ich opfer mich. Oh. Angst, dass irgendwo einer da oben im Kopf. Ja. Das Versicherungszeichen sieht doch anders aus. Ja. Du hast jetzt auch Meldungen, ob in Raid gefunden oder nicht in Raid gefunden. Wie nicht im Raid gefunden? Es gibt ja Items, die kannst du im Raid finden oder eben gekauft haben. Ja. Und die Tür aus der Offline-Halle wurde entfernt. Lol, ich seh's jetzt erst. Na, auch nichts drin. Oh, lass mal hingehen. Stealthen. Hier oben war der, hä? Wo? Was? Da oben war der jetzt ja, einfach. Ja, war ich denn? Ja. Rechts ein Scav an der Halle. Scav an der Halle? Ja, auf der rechten Seite. Ich bin labern hören, weiß jetzt nicht, wo er ist. Der Laser, das sieht so geil aus. Ab und zu mal, wenn man es seitlich sieht. Ich sehe nichts von dem Scav. Achtung, Scav auf der Straße. Jo, da leuchtet ab. Sag, wenn ich schießen soll, ihr braucht ja die Kills. Ja, ich muss erstmal hier. Wer wurde denn getroffen? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Was hast du? Ah, fuck! Bin down. Nee, der ist hier gut. Oben. Der ist hier oben. Schon auf dem Hang. Ich bin down. Scheiße, ich komm. Ja. Da. Hab. Er hat gut geschossen. Ein Schuss. Das kann kein Skelett gewesen sein. Ich wusste es. Der rennt noch was. Naja, irgendwo. Ich geh nochmal hier mitten rein. Ich liege zwischendrin, also in der Hocke, meine ich. Okay, also was steht, darf ich schießen? Ja, ich flash mal rüber. Du stehst da vorne rechts, ne? Achtung, da ist einer auf dem Hang irgendwo. Weiß nicht genau, wo du jetzt bist. Ich bin auch von dir aus gesehen links zwischen den Teilen. Ich hab mich zurückgezogen, weil ich will dich nicht erschießen. Naja, ich bin jetzt wieder hinten dran, lauf mal von links ran. Okay, ich lauf rechts rum um den Hügel. Aha. Bin auf der Seite der Offline-Halle. Jo, ich bin links, aber ich sehe nichts. Doch, selbst du Blitzen sehen, einmal ja. Eingang zu der Halle. Wie schalte ich die scheiß Taschenlampe wieder ein? Keine Ahnung, ich sehe ihn jetzt nicht mehr gerade. Leuchtest du ja, ne? Hab einen, ja. Okay. Dank dem Licht. Ich stopf mal kurz die Patronen hier wieder rein. Dass sie den Schild erlegt haben, das ärgert mich wieder. Da kommt ein Licht aus der Halle. Das sagt mir, wenn ich aufhören soll. Ist immer so, wenn ich Lumpe anziehe. Schalte mich nochmal kurz, so komm ich. Ich glaube, ich habe ihn mit der Granate. Alter, das ist Husten, zerfickt mir noch meine Ohren. Jupp. Arsch. Ja, der ist tot, glaube ich. Okay, ich heile mich und dann komme ich. Bin jetzt an der Straße unten am Scav, der im ersten. Der Herr, der redet noch. Der Eingang zur Halle. Was ist, ne? Einer ist tot, da ist noch einer drin. Ich gehe mal an die andere Seite. Ja. Hab ihn. Okay, nice. Sicher.
Das ist clear. Hier, das Cave draußen ist ja deiner, ne? Alle eigentlich. Ja. Ja, ja, loote ruhig, wenn du was brauchst. Ich finde die Sonnenbrille halt gut. Ja, das sieht man im Dunkeln sehr schön. Ich komme wieder ran. Ja. Ich steck, hinter Gasmaske. Dem Graben. Leute, also das, was so ein Häkchen dran ist, ein graues, das habe ich dann im Raid gefunden, quasi. Ja, glaub ich. Und den, genau. Ich habe Factory Key. Wo war der denn? Im Dachelberg, als eigentlich ist deiner, wenn du den haben möchtest. Ich spiele ja aktuell viel Tarkov, also gerne. Ich auch, ich spiele auch viel Tarkov, ja. Ja. So ein Sack. In meinem Scav findet er einen Factory Key. Willst du ihn haben? Ganz ehrlich, ja. Ich zock so viel Tarkov aktuell. Ja, behalt ihn, scheiß drauf. Nee, kannst du ruhig haben. Danke. Ich gebe dir dann. Ne, ich lege mir dann Sachen weg rein. Kannst du auch nochmal durchsuchen dann. Hab ja eine ADR. Nimm dir wenigstens die ADR, komm. Dass ich mich wieder ein bisschen besser fühle. Hier ist der Machinery Key noch. Okay. Und wo liegt die ADR? Ja? In dem ersten Scap vorne. Okay. Boah. Danke. Machst du die Factory Key irgendwo rein, bitte? Ich bin voll scharf auf den. Das ist ein Dachenbeck in der Leiche, die da liegt. Der geht nicht, ich sehe das nicht. Achso. Die Leiche oder wie? In den Graben meinst du? Achso. Ja. Das ist ein Schatz. Immer gerne. Ich nur meine, durch meinen Lack. Nein. Und durch meinen Lack hast du ihn gefunden, also halt das Maul. Ja, okay. Der geht das erste Mal ja rein, ja? Mm. Und zieht gleich das Ding raus. Was hat denn der Kerl für ein Mehl? Das war aber auch so, wo ich Tarkov das erste Mal hatte, bin ich auch in einer ersten Runde in der Offline-Halle gespawnt, habe einen Factory Key mitgenommen. Jo. Schuss, von hinten, Achtung. Ich sehe nichts. Waffe nach rechts weg. Rechts und hinter uns ist Gav, rechts von uns. Bist du das? Nein, ne? Nein, bin auf der Straße. Oh. Dann habe ich einen Scav. Wie viele Minuten habt ihr noch in dem Raid? Ich bin jetzt rechts neben 39. Den Boiler-Tanks. Ja, ich bin jetzt unten im Graben, wo der erste Scav geschossen hat. Ich bin hinter dir, Ich sehe noch. Oh, Scav-Pack, Mann, was für ein Schatz. Und noch ein Key. War das nur ein Scav-Fest, oder wie? Dome Room 222. Hat der da? Terror Group, ich hab den Terror Group Key, haha! Ich komm in den Lack, Alter. Ich hab so einen Lack. Alter. Oh, ich wollte gerne einen Rucksack. Wo ist mein Rucksack hin? Mann. Hey, der Rucksack ist weg. Ja, danke, Raf. Jetzt ist der Rucksack verschwunden, ne? Ist nicht? Ich wollte nur extra meinen. Was ist denn der? Der ist weg. Der liegt nebendran. Oh, lol, ich dachte, der ist weg. Das wäre so scheiße gewesen. Wahrscheinlich habe ich ihn discarded. Oh, ich bin so glücklich. Geht er in die Keybar rein? Nein. Ich darf auf den Labs spielen. Vielleicht klappt das ja nicht, ich kann dich da mitnehmen, weiß nicht. Komm mal mit, hier hinten rum. Oh, warte, ich muss erst kurz stoppen. Professionell auf dem Weg. Oh ja, Mann. Es scheint übrigens neue Scavs an der Tankstelle zu geben. Es sind jetzt nicht immer nur Scav-Bosse, die da sind. Okay. Hab letztens da 6-7 Scav-Blatt gemacht, mir steht ein Bild geschickt von, glaub 12 Kills. Und war kein Scav-Boss dabei. Und wir müssen nur in die Dorms mal rein, eben. Aber die rasselt irgendwas richtig laut. Irgendwas rasselt bei dir extrem. Mach nichts. Also irgendein Gewehr oder so auf deinem Rücken oder so. Ich höre absolut gar nichts.
Alter, kein Stick da. Das Rasseln bei dir, das geht mir nie rein, Alter. Die ganze Zeit. Das ist richtig geil, die Waffe klappern. Hä? Ja, ja, das. Ich hab Kopfhörer auf, vielleicht hört sich deswegen extremer an. Weißt du, das hört sich ein bisschen an, als würdest du die ganze Zeit zielen, nicht zielen, so ein bisschen. Ich geh mal oben rein, ja? Ne, geh ich unten. Ich hab eh keine Schlüssel. Weißt du was? Oh. Sorry. Was war denn das? Ich hab gepreacht, lass es hin. Vor uns. Ausgeschaltet. Da nichts mehr, ich gehe weiter checken. Mach die Tür mal zu. Leo. Schau nach unten. Auf uns, Gav. Oh, und ist jemand. Hab ihn. Noch irgendwas schießt auf mich? Von draußen irgendwie, hab ich das Gefühl. Hallo, der Wasserraum ist tatsächlich abgeschlossen. Hab aber den Key. 206, ne? Ja, offenbar. Bin drin gewesen. Unten ist ein Scaff, meinst du, ja? Ich hab einen erschossen gerade, aber da ist noch einer. Willst du eine Gasmaske mitnehmen, Raff? Unbedingt. Überlegt, die wegzuwerfen, jetzt wegen der SKS. Ah, lol, da! Oh, warte, Magazin ist leer! Hilfe, was ist das denn? Ah. Könnte dir ja helfen, ne? Ne, ne, es passt, ich krieg das hin. Ah, Flex. Sicher. Ja. In der Büschen außen ist auch was. Ich lauf außen rum, ja? Hab ihn. Was? Oh, leck! Ja, mir hat's gerade auch geleckt. Müssen wir stopfen, müssen hier. Krieg ich mich ins Bad rein hier? Stopfen ist eine gute Idee. Mhm. Da läuft was? Bist du das? Bist du das? Ja, ich stopfe gerade. Nee, das ist immer anderes. Zweimal musste ich fragen, ja. Und zum Glück hat er noch geredet, sonst hätte ich ihn nicht erschossen. Ich war gerade auf dem Handy. Ja, danke, Raff. Ich hab mich jetzt fast abgeknallt, ne? Mhm. Oh Mann, auf dem Penner ist richtig Verlass. Stell dich einfach mal vor, Mann. Es geht hier um Leben und Tod. Und der hängt an seinem scheiß Handy und schreibt eine Textnachricht. Ich muss doch für Spannung sorgen. Ja. Ist okay. Hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, das habe ich aufgenommen. Ich rede bloß nicht, weil ich auch mich gerade konzentrieren muss hier. Okay. Ja, stimmt nicht. Ich komm raus. Wo? Ah. Da warst du die ganze Zeit drin. Jo. Ich dachte, du läufst auf dem Gang, verfuckt. Ah! Ready, gehen wir rüber. Jo. Kann nicht mehr rennen. Oh, Market Room ist zu. Okay, nice. Du findest jetzt irgendwas krasses. Ich hab 43 Euro, der Wichser. Eine Glock, ein paar Euro und eine AK, die ich nicht mitnehmen kann. Ich hab noch einen Platz. Ich hab eine schöne Glock. Hm, schmeckt doch. Ne, liegt nicht auf dem Boden, aber so hinter dem Schrank, hat mich nicht gesehen. Eine einfache Kiste ist da. Oh, Tatsache, der Raum ist geil. Hier liegt noch eine AK. Das letzte Mal lag da nur ein Attachment, jetzt eine ganze AK. Ah, da ist nichts drin. 303 kann man eigentlich wegschmeißen. Kannst du am Lagerfeuerboot raus? Ja, ich extracte gerade. Okay, dann komme ich auch. Ja, hab's rausgeschafft.